Ich bin ein Befürworter von solchen Abkommen, wenn sie die Bedingungen erfüllen, die wir brauchen. Nun wissen wir, dass sie insbesondere im Bereich der Standards, vor allem Lebensmittelstandards, aber auch Arbeitnehmerschutzrechten, und auch im Bereich der Wirkung von Schiedsgerichten Sorgen bestehen. Und die Sorgen will ich nicht wegreden. Die Sorgen sind, dass zu niedrige Standards kommen, dass wir Schutzrechte abbauen, dass wir die österreichische Rechtsordnung irgendwie aushöhlen. Meiner Meinung nach müsste man genau das, was wir hier haben wollen und allenfalls verhindern wollen, als Verhandlungsposition niederschreiben und eben sagen, hinter eine bestimmte Linie gehen wir nicht zurück. Also beispielsweise, wir müssten sagen, dass wir bestimmte Lebensmittelstandards nicht bereit sind aufzuweichen. Oder wir müssen klarlegen, dass bestimmte rechtliche Fragen immer bei den nationalen Gerichten und nicht bei einem Schiedsgericht gelöst werden müssen. Das ist durchaus denkbar und ich bin nur dafür, dass ein solches Abkommen abgeschlossen wird, wenn diese Fragen befriedigend gelöst sind.